Evgenia Artamonova. Oh la la, da steckt schon viel, viel Power dahinter. Drei Aufgaben, zwei Punkte. Der Negro versucht es auf ähnliche Art und Weise. Ball ist ihm aus. Irina Nikolic. Und Serbien Montenegro. Zu 9. Das war die Antwort. Erst im Aus und dann aber sowas in die Vollen. Da war richtig, richtig Schmack erst drin. Da war sie wohl noch wütend über vorhin. Klasse gemacht. Dorothea Schuljewitsch. Klinkaniewicz, Niemczyk, pardon, und Kowronska beim Service. Nach hier heißt das Zunder geben, nicht nachlassen, immer volle Breite abfeuern. Netzberührung, deshalb geht der Punkt an die polnische Volleyball-Nationalmannschaft. Die sich schon in einem Aufwärtstrend befindet. Klinka, 25 Jahre alt, 1,91 groß, spielt bei Volley Vicenza. Pallavolo, so heißt Volleyball auf Italienisch. Und der da direkt mit links schlägt. Jetzt bin ich auch ein bisschen baff, muss ich ganz ehrlich zugestehen, was der finnische Unparteiische hier pfeift. Geführt, sagt er. Naja. Aber das kann man auch von der Gegenseite behaupten. Die erwartet enge Begegnung ist es auf jeden Fall. Ja, steht sie nicht schlecht, Małgorzata Klinka. Wir sind wieder zurück, das war die zweite technische Auszeit, liebe Zuschauer, live aus Antalya, die Begegnung Polen gegen die Ukraine. Die Ukraine führt im Augenblick mit 16:15, das ist die Mannschaft auf der rechten Seite in den blassblauen Trikots, aber blass war ihr Spiel bis dato in keinster Weise. Auf der anderen Seite im Rot die Polen, die Gryasov, die Trainer der Ukraine, Jarmo Salonen. Die Unparteiischen stehen nicht oft in der Diskussion, auch wenn manche Entscheidungen schwer nachvollziehbar sind, aber die Volleyballerinnen, auch die Volleyballer sind da relativ abgehärtet. Große Diskussionen gibt es selten. Auf und davon und verloren keinen Punkt mehr. Und das mag vielleicht auch ausschlaggebend gewesen sein. Die gute Blockarbeit zum einen. Nicht zu Druckfall die Ukraine mit einigen Schwächen auch im spielerischen Bereich. Vielleicht auch nicht mit den notwendigen Alternativen.
Und die Polen haben etwas mehr Spiel. Ob der Begegnung noch ausschlaggebend sein kann. Swinjewicz. Der Ball fliegt ins Aus. Dachten die ukrainischen Spielerinnen, aber der unparteiische Salonen aus Finnland hat sofort reagiert, sieht das von oben. 5:2. Da kann sich auch Djokor nicht durchsetzen. Die Angriffe der ukrainischen Mannschaft, wenn man die Gesichter so ein bisschen auch guckt, der Polinnen, die haben richtig Spaß an der Geschichte. Ich denke, Andrei Nemtschik hat sie da ausgesprochen gut, vorteilhaft auch eingestellt auf diese Europameisterschaft. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass für Nemtschik das auch so etwas wie ein Traum, den er ja in Deutschland Bundestrainer war, Lohhof trainiert hat, in Berlin trainiert hat, dann ereilt ihn der Ruf eines polnischen Nationaltrainers. Wann wurde sie schon frei gespielt vorhin. Tatjana Voronina ist das. Da darf man schon hinschauen. Kleine Schwächeperiode der Polinnen. Aber momentan ist die gute Reihe vorne. Und wenn man eine solche Zuspielerin hat wie Irina Schukova, dann darf man und muss man eigentlich schlichtweg begeistert sein. Also einen guten Zug. Jetzt ist man auch so auf der Suche nach einer neuen Mannschaft. Die Volleyball spielt bei Volley Bergamo Foppa Petretti, eine der besten europäischen Volleyball-Vereinsmannschaften, die es gibt. Sie spielt im letzten Jahr auch Champions League mit Modena. So, und Herr Salonen muss sich auch wieder auf seine eigenen Beine stellen. Service beginnt mit Irina. Jahre alt, Kapitän der ukrainischen Nationalmannschaft. 1,78 ist sie groß. Irina Schukova, wie üblich der Zuspielerin. Weltklasse in ihrer Position. Voronina. Durch den Block geschlagen, Tatjana Voronina hier beim Service. Oh. Da kracht es auch. Und auch sehr schneller Arm, sehr gut gespielt. Vom Feinsten Dorota Svinjevic, auch von Martin. Ich habe sie nicht vermessen, also wird schon stimmen. Wirkt jedenfalls größer. Ja, dieses Service war ein sehr seltsames Service. Der Ball berührte nämlich nicht mal das Netz. Nicht mal das Netz unten übrigens. Djokor, die nicht unbedingt überzeugend agiert. Und vielleicht spricht der Finne ja Russisch, das kann durchaus sein. Sieht auch vorne auf den Diagonalpositionen besser aus als bei den Ukrainerinnen. Zu
12:8 für Polen. Und Hard Service. Marina Maniuk, 1,96 groß, jung, 20 Jahre. Olena Jena, 31, die ist rausgegangen für sie vielleicht. Ein Wechsel auf die Zukunft, wenn man so will. Hier haben wir Maniuk. Block an. Die polnische Nationalmannschaft hat sich diese Führung redlich abgeschenkt, aber hilft den Polinnen ein bisschen zu ihrem 18. Punkt. Der finnische unparteiische Salonen gibt das Zeichen, dass es weitergeht. Margot Schatter-Niemczyk. Eine ausgesprochen interessante Phase dieser Begegnung. Die dauerte 3-4 Minuten und da war der Vorsprung der polnischen Nationalmannschaft plötzlich wieder dahin.